damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von PlayerGeddon, und heute haben wir einen speziellen, einen Gast dabei. Yo, der Timo von dem Kanal Mike Boss. Genau, und in der heutigen Folge hatten wir vor, die Prozente-Challenge zu machen. Genau. Willst du die Regeln erklären oder soll ich das machen? Ja, wir haben, die Prozente-Challenge, es geht eigentlich darum, wer am meisten Prozente holt und wer zu wenig Prozente hat, der muss eine Bestrafung machen und lost. Genau. Und wir haben uns heute darauf geeinigt, mit einer sogenannten Clankriegsangriffsstrategie anzugreifen, und zwar der Taktik Go Wipe. Helden habe ich auch dabei und Clanburg habe ich auch gefüllt. Solltest du ja eigentlich auch haben. Ja, bis auf den Barbarenkönig, der ist erst in 5 Stunden fertig. Jamie, ja, egal. Spaß. Was hast du denn in der Zauberspruchfabrik? Was ich in der Zauberspruchfabrik habe? Zauber. Ich habe ein Blitz, ein Rage, ein Jump, zwei Freeze. Ja, ich habe 3 Wutzauber und einen Spell, Jump Spell dabei. Ja, ich hätte lieber einen Blitz mitgenommen für die Clanburg, aber. Ja, ist mir egal. Ich habe ja noch einen Riesen dabei zum Rauslocken, also. Ja. Gut. Jo, fangen wir dann an, oder? Wir müssen aber noch sagen, ob du jetzt einen Rathaus 9er angreifst oder einen Rathaus 10er oder so. Ja klar, also um gerecht zu bleiben, würde ich sagen, du einen Rathaus 10er, ich einen 9er. Ja gut, machen wir es so. Und, den ersten, den wir sehen, okay? Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in den Angriff rein, oder? Soll ich runterzählen? Jo. 3, 2, 1 und go. Los. So. Und ich habe meinen ersten Rathaus 10er gefunden, direkt im ersten Klick. Ja, von der Pokalregion her bist du ja viel höher. Ja, ich bin ein Meister und ist halt schon etwas anderes, aber das ist auch jetzt gerade nicht so wirklich hart. Ja, also ich muss schon sagen, ich habe einen total schweren Gegner bekommen. Also, boah, der ist so schwer, ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Hast du eh nicht, von daher. Jo, der hat sogar eine Clanburg, das wundert mich jetzt aber. Egal. So, hier einen pornösen Magier hinsetzen. Er rasiert das Armeelager. So, ja, kommen sie ein paar Bogenschützen. Ich würde sagen, ich mache den hier und den hier. Ein paar Mauerbrecher hinterher. Ein paar Morgier. Ich würde sagen, einfach mal einen Wutzauber hinsetzen. So, die Queen hinterher und die Packers können wir jetzt droppen. Und noch die 5 Bogenschützen in der Klarenburg. Die eigentlich gar nichts bringen. Egal. So, sieht doch relativ nice aus hier. Ich will nicht spoilern, aber. Ja. Sieht gut aus. Sieht bei mir auch sehr gut aus. Okay. Scheiße, Alter. Ich will auch nicht spoilern, aber das sieht bei mir extrem gut aus. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja. Boah, ficke Facke. Ach, die Riesenbombe, oh ja. Ey. Oh ja, oh ja. Das sieht doch sehr, sehr nice aus, Jungs. Sehr, sehr nice. Nicht so früh freuen, würde ich sagen. Nicht so früh freuen. Ja. Ah. Ich kann dir nur sagen, es ist schon sehr deprimierend. Okay. Ja, egal. Aber wir sagen ja die Prozente eh jetzt noch nicht. Von daher. Ja. So, jetzt zünde ich mal erstmal meinen King. Ja, ich habe gerade meine Queen gezündet. Ich habe jetzt beides gezündet, weil sonst die Zeit einfach zu eng wird. Ja, das kenne ich. Und ja. Ich liebe einfach diese Reichweite von der Königin, ey. Die ist hammergeil. Ja, besonders wenn die in 32 ist. So, mein Kampf ist zu Ende. Jo, bei mir noch nicht ganz. Ja. Boah, mein Golem fickt gerade einen Bogenschützenturm. Wobei, wird eng. Doch, hat er geschafft. Geilomat, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, mein Angriff wäre jetzt zu Ende. Ich mache jetzt schon ein paar Truppen hier. Für, ja, so farming-mäßig, halt so Barge. Ja. Ja, dann würde ich sagen, hau mal raus, wie viel Prozent hast du geholt?
100, du? Ich auch. Ja. Was jetzt? Keine Ahnung. Jo, haben wir beide gewonnen anscheinend, ne? Ja. Ich habe 100% geholt und 50.000 Gold, 50.000 Elixier und 500 Dunkles. Wollen wir jetzt über Loot entscheiden oder wie? Keine Ahnung. Mein Loot war sowieso schlecht. Ja, aber wie wollen wir sonst eine Entscheidung treffen? Keine Ahnung. Wir machen einfach noch einen zweiten Part. Ja, aber das dauert zu lange. Ist also doch egal. Loot-technisch habe ich zumindest 69.000 Gold, 124.000 Elixier und 832 Dunkles. Darf ich meinen Bonus dazu zählen? Ja, nee. Ja, das wäre ein bisschen OP, aber... Ja, das wäre ein bisschen OP, dann hätte ich nämlich gewonnen. Ja. Ja, egal. Ich würde sagen, keiner muss eine Bestrafung machen, weil... Ja. Weil es dazu gehört, ne? Wäre eigentlich das Beste. Ja, aber wer ist ja dann die Frage? Eigentlich ja keiner. Wir haben ja beide 100%. Ja, das ist ja das Problem. Sonst müssen wir. Oder wollen wir beide eine Bestrafung machen, dass du eine machst und ich eine, dass es fair und gerecht ist? Ja, komm, machen wir beide eine Bestrafung. Ja, komm, YOLO für die Community. Hashtag YOLO, yo, wie lautet die denn? Keine Ahnung, du konntest ja deine mal raushauen, was du so halt hättest für eine Bestrafung für mich. Boah, ich hab keine Ahnung, ich bin so kreativ wie eine Bohne. Eine Bohne wächst doch nur geradeaus, ne? Ja, genau. Und die Bohne wächst auch auf Bäumen. Ja, und die kann laufen. Wusste ich gar nicht. Ja. Aber bevor du eine Bestrafung sagst, mache ich noch was ganz Tolles. Ich mache eine Mauer. 3 Millionen ist weg. Nein! 3 Millionen für eine Mauer ausgegeben. Ja, 3 Millionen für eine Mauer ist schon extrem. Ja, komm, überleg dir was. Was soll ich machen? Keine Ahnung, wir könnten das ja... Die Bestrafung, also... Für die, die das jetzt schauen, wir haben gestern schon eine Folge aufgenommen. Leider ist die Aufnahme verloren gegangen, beziehungsweise mein Handy hat ein Eigenleben entwickelt und die Aufnahme selber gelöscht, was ich relativ nice fand. Und ja, die Bestrafung von gestern wäre eigentlich gewesen, dass ich hatte im Übrigen verloren, ein Thumbnail male. Ja, und das wäre auch meine Timo. Bestrafung für dich jetzt eigentlich. Ja, wir könnten das ja beides nehmen. Wir nehmen, aber was genau müssen wir dann malen? Was wir genau nehmen zum Malen? Wollen wir dann einfach Prozente-Challenge drüber schreiben und dann, keine Ahnung, Rathaus 10 oder malen oder so? Oder? Ich hab eine geile Idee. Und zwar, ich male dein Thumbnail und du malst mein Thumbnail. Ja, das wäre eine gute Idee. Das wäre perfekt. Ja. Okay, und gut. Das Bild werden wir dann halt irgendwie im nächsten COC-Part dann ins Video oder hinein. Wir machen das so, weil diese Folge ja sowieso erst am Mittwoch kommt. Dass ich ein Bild male bis Mittwoch und du bis Mittwoch und dann kommt das Mittwoch online und mal schauen, ob ich die Zeit dazu habe. Ja, du wirst doch wohl so ein Bild malen können, ey, ganz ehrlich. Ja, du, ich habe ja auch schon gestern in der Aufnahme gesagt, wenn ich ein Kreis zeichne, hat der Kreis auch noch Ecken, also. Ja, das stimmt. Und dann, ja, wie gesagt, jo. Das war's dann eigentlich mit der Folge, oder? Ja, das war's, gut. Jo. Dann würde ich sagen, an alle meine Fans, schaut doch mal bei Timo vorbei. Ist ein cooler Kanal, bringt täglich COC-Folgen raus, ne? Ja. Außer wenn ich keine Zeit habe, das werde ich dann aber auch am Ende des Videos immer sagen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, genau das gleiche gilt natürlich für meine kleinen Clasher hier. Guckt auf jeden Fall bei den Player Geddon rein, beziehungsweise bei Thomas. Er macht Clash of Clans und keine Ahnung, was du noch machst. Also auf jeden Fall bist du kein reiner COC-Let's Player. Ja, also lasst euch überraschen, guckt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, da findet ihr seinen Kanal. Er macht ganz, ganz tolle Videos. Ja, würde ich sagen. Sehen wir uns bei den nächsten Folgen, oder? Jo, also da sagt der Hipster Thomas schon mal ciao. Jo, ich mach auch mein Ding aus. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.